Hallo Kinder, hier ist der Herr Linn wieder. Diese Woche machen wir mal was Neues, oder? Was Neues? Ja, was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Also, ich hätte da eine Idee. Ihr habt ja beim letzten Mal mit einer eurer Sockenpuppe... Sockenpuppe? Ja, mit eurer Sockenpuppe. Habt ihr sowas ganz Tolles gemacht. Ihr habt was selber dargestellt und selber gesungen. Und diesmal macht ihr das nicht mit der Sockenpuppe. Och, schade. Naja, ihr könnt eure Sockenpuppe daneben legen und ich kann euch zuschauen. Und dann werdet ihr mal was darstellen. Also keine Sockenpuppe, sondern... Ich leg dich mal da zur Seite gerade, ja? Das kannst du zuschauen, ja? Diesmal sollt ihr drei Tiere darstellen. Und zwar könnt ihr euch die selber aussuchen. Ja? Es geht darum, dass ihr euch so richtig in diese Tiere hineinversetzt. Die können ja Flossen haben oder Stacheln oder Flügel oder große Zähne oder Flossen. Schwänze oder Schuppen. Ganz verschiedene Tiere können das sein. Die können sich auf dem Boden bewegen oder sie stehen aufrecht wie Menschen. Sie sollten ganz verschieden sein. Also nicht Pferde, Ponys und Zebras, sondern zum Beispiel, ne, ihr wisst das, welche Tiere euch am besten gefallen. Die nehmt ihr und die stellt ihr dar. Also, wenn ihr so hier eure Bühne habt, dann geht ihr erst zur Seite der Bühne und dann geht ihr auf die Bühne und nochmal zurück. Ihr geht an die Seite der Bühne und kommt direkt als dieses Tier auf die Bühne. Egal was für ein Tier. Ja? Wenn ihr hier an der Seite steht, denkt nochmal gerade, oder beziehungsweise fühlt da so richtig rein. Ihr werdet zu diesem Tier. Stellt euch vor, dass euch die Haare wachsen und ne, plötzlich die Zähne groß werden. Und was weiß ich, ihr bekommt Hörner oder ihr bekommt Krallen oder Flügel, Federn. Ja? Die wachsen euch plötzlich und ihr werdet wirklich zu diesem Tier. Und so kommt ihr auf die Bühne und macht einen Laut, ja, so wie sich dieses Tier normalerweise anhört. Drei Tiere, also wenn ihr fertig seid mit dem ersten Tier, geht ihr wieder zurück zum Rand eurer Bühne, versucht euch nochmal in das neue Tier reinzufühlen und kommt wieder als das neue Tier, was weiß ich. Da will ich euch gar nichts vormachen, dieses Mal. Weil ihr wisst das selber am besten, ne? Wie dieses Tier ist. Das kann man ein bisschen üben. Und dann will ich von euch einen kleinen Film bekommen. So, das ist die erste Aufgabe, drei Tiere darzustellen. Die zweite Aufgabe, da müsst ihr euch gar nicht ein Tier ausdenken, sondern ihr seid ihr selbst. Da sollt ihr aber auch was darstellen, und zwar verschiedene Gefühle oder Zustände. Ja? Zum Beispiel, wenn ich schläfrig bin, ja? Dann mache ich bestimmte Bewegungen oder ich habe einen bestimmten Gesichtsausdruck. So, ne? Ihr wisst das auch, ich mache jetzt auch nicht zu viel vor. Also das Gesicht ist wichtig. Eure Bewegung könnt ihr dazu machen und ihr macht auch einen Laut, genauso wie bei dem Tier. Ja? Also zum Beispiel, nein, gar nicht, ich mache es gar nichts vor. Ich mache gar nichts vor. Also das erste ist schläfrig, das zweite ist wütend, das dritte ist fröhlich. Und das vierte ist traurig.
Und das fünfte Wort, das fünfte Gefühl, ist neugierig. Gut, das ist eure Aufgabe. Wie bei den Tieren sollt ihr auch dieses Mal immer wieder an die Seite der Bühne gehen. Eure tolle Bühne, stellt euch vor, ihr habt ein paar Freunde zu Hause, was zwar im Moment nicht geht, aber ne, stellt euch vor, hier ist jemand, der euch ganz neugierig zuschaut und euch auch total unterstützt und euch mag. Ja? Und dem spielt ihr das vor. Und wahrscheinlich ist das sogar einer im Raum, nämlich eure Mutter oder euer Vater oder einer von euren Geschwistern, die das ganz toll finden, wenn ihr das macht. Ja? Okay, ich wünsche euch viel, viel Spaß und ich freue mich auf neue kleine Videos. Ich habe euch auch noch ein kleines Lied auf Lokineo eingestellt, so dass ihr auch mal ein bisschen Musik machen könnt, ein bisschen singen könnt. Davon müsst ihr aber kein Video machen. Okay, dann wir sehen uns nächste Woche in der Schule. Tschüss!